So, jetzt heben wir ab beim Ball über den Wolken. Der galt schon in den 50er Jahren als besonders glamourös. Die große Tanzparty all derer, die sich beruflich mit dem Fliegen beschäftigen. Egal, ob im Cockpit oder beim Bau von Flugzeugen. Gestern Abend wollten wieder Hunderte im Hotel Atlantik durch den Abend schweben. Sie setzt auf den Glanz vergangener Tage. Mit dem Glamour einer Soul-Diva aus den 70ern will Bridget Vogel die Gäste in Schwung bringen. Sie bleiben nicht lange steif bei mir. Ich bringe sie zu rocken. Irgendwie. Dank Gott, glaube ich, aber das ist mein großes Talent. Und auch das ein oder andere Gläschen Champagner soll die Stimmung ja lockern. Hinter den Kulissen arbeiten an diesem Abend 120 Mitarbeiter am reibungslosen Ablauf. Doch davon dürfen die Gäste nichts mitbekommen. Es soll beschwingt sein, es soll locker sein, es soll entspannt sein. Und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zu dem, wie es vielleicht vor 30, 40 Jahren war. Denn seit 1950 feiert der Ball über den Wolken die Hamburger Luftfahrt. Für einen Eintrittspreis von fast 300 Euro erwarten die Besucher allerdings dann First Class statt Holzklasse. Freude auf Freunde zu sehen, Freude auf das Neue, das man entdeckt in einer fremden Stadt. Da ist immer was Spezielles dabei, etwas Kribbeln. Und ich denke, das soll heute Abend auch sein. In einem Hinterzimmer dürfen die Gäste beim Roulette ihr Glück versuchen. Zu gewinnen gibt es Champagner. Was sonst? Abheben geht schließlich auch ohne Flugzeug. Der Ball über den Wolken gilt als sehr hanseatisch. Mit einer Austernbar und einem dreigängigen Menü, das im blauen Saal serviert wird. Als Vorspeise gab es marinierten Lachs mit Pumpernickelerde, Maisschaumbrot und Meerrettich-Eierstich. Gala-Dinner und ein üppiges Mitternachtsbuffet soll so manch eine Ballrobe an ihre Grenzen geführt haben. Der Dresscode schreibt den Herren Smoking, Frack oder Uniform vor. Den Damen bodenlange Abendkleider. Heute wird die Kleiderordnung allerdings weniger streng gesehen als früher. Gastgeber des Ball über den Wolken sind das Hotel Atlantik, der Flughafen und verschiedene Fluggesellschaften. Tolle Leute, man kann sich zeigen lassen und man wird gesehen. Das Ambiente hier ist cool und wir haben uns gut amüsiert, wir haben toll gegessen. Party, Party, Party. Und in eine andere Welt eintauchen. Zumindest für einen Abend.